Lehrräume an Hochschulen können aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und des Wandels in der Hochschuldidaktik nicht mehr optimal ausgenutzt werden. Die Räumlichkeiten müssen flexibler einsetzbar und multifunktionaler nutzbar sein. Zum einen sind die Klassenzimmer für Frontalunterricht optimiert. Zum anderen sind die Verfügbarkeit und Auslastung der Räume nur schwer einschätzbar. Als Lösungsansatz werden bestehende Räume umgestaltet. Klassische Unterrichtszimmer werden mit einer Sekundarfunktion ergänzt, die passend für verschiedene Arbeitsformen ausgestattet werden. Kollaboratives, kreatives Arbeiten in der Gruppe. Gemeinsames Lernen, aber individuell in einer ruhigen Atmosphäre. Und individuelles Lernen in einem abgeschirmten Arbeitsplatz. Um aufzuzeigen, wie das funktioniert, haben wir einen Prototypen als Demonstrator entwickelt und in den Räumen des Instituts für Facility Management der ZHAW umgesetzt. Diese räumliche Intervention wird von einem digitalen Portal begleitet. Darin werden die Verfügbarkeit der Räume, Raumeigenschaften und die Auslastung angezeigt. Oberhalb der Türen haben wir Sensoren angebracht. Diese Sensoren filmen den Eingangsbereich der Türen. Automatisierte Algorithmen prüfen laufend, ob eine Person den Raum betritt oder sie wieder verlässt. Über eine Webapplikation können sich die Studierenden über die Verfügbarkeit der Räume informieren. Dabei sehen sie live, wie viele Personen sich gerade im Raum befinden. Auch fixe Belegungen wie Unterricht oder Meetings sind da ersichtlich. So richtig spannend wird das Projekt, wenn alle Räume mit solchen Sensoren ausgerüstet sind. Das hat nicht nur Vorteile für die Studierenden, die einen Arbeitsplatz suchen, sondern auch für das Facility Management. Mögliche Einsatzgebiete wären da die Lichtautomatik, die Sicherheit, die Reinigungsplanung oder die statistische Auswertung für zukünftige bauliche Maßnahmen. Durch den Einsatz neuer Technologie können wir ungenutzte räumliche Ressourcen aktivieren. Dadurch entstehen Mehrwerte für Studierende, für Dozierende und wir leisten einen Beitrag zur Nachhaltigkeit im Facility Management der Hochschule.